damit ist das Gleis 7 dann frei für die Einfahrt unseres Taufzuges in circa 5 Minuten. Sonntagmorgen, da sehen wir, die Züge sind nahezu voll und von daher glaube ich, ist das eine sehr wichtige Geschichte, wenn wir die S-Bahn haben. Noch schöner wäre es, wenn sie zweigleisig werden würde. Ja, ja. Willst du es auch immer noch mal formulieren, Peter Buhner? Oder? Ja, natürlich. Zweigleisig! Ja, also, ihr müsst versuchen, natürlich ein bisschen Emotion und Stimmung hier auch mitzubringen, ne? Sonst wird das mit dem zweiten Gleis nichts. Aber Peter Buhner, wir können ja gleich mal im Vorgriff natürlich auf die Rede, die gleich kommt, fragen, das zweite Gleis nach Potsdam, ist das realistisch? Entscheidet der S-Bahn-Chef sowas dann am Berliner Nordbahnhof in der S-Bahn-Zentrale? Und wenn ja, wann? Leider können wir das nicht selber entscheiden, sondern bauen müssen die Kollegen von DB Netz und finanziert werden muss das Ganze auch von irgendjemandem. Deswegen gibt es da keine konkrete Perspektive für eine komplette Zweigleisigkeit. Aber das wichtigste Stück ist sicher die Bahnhofseinfahrt nach Potsdam. Da wird man immer in Babelsberg so lange für die Zugkreuzung stehen muss. Und dieses Stück ist ja inzwischen finanziert und angeschoben. Und das wird auch in einigen Jahren kommen. Ja, gucken wir mal, wer das von der Presse hier mitgeschrieben hat. Peter Buchner ist übrigens nicht nur Berliner S-Bahn-Chef, sondern eigentlich auch Potsdamer S-Bahn-Chef, denn er ist seit 17 Jahren Potsdamer. Wie kam denn die Entscheidung, in Potsdam zu leben und nicht, dann kannst du auch merken, dass wir alle zugereist und tun. Wie wir hier nach Berlin gegangen sind, haben wir zuerst in Berlin selber gewohnt und 1998 ist dann die Regio von Berlin nach Potsdam rausgezogen, hier oben in den Hauptbahnhof. Und das war für uns der Anlass, dann auch hier nach Potsdam rauszuziehen. Ich habe ja lange für den Regionalverkehr gearbeitet. Und der Regionalverkehr fährt ja in allererster Linie für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Und deswegen war es für mich dann auch der richtige Schritt, hier nach Potsdam rauszukommen. Und ich bin inzwischen begeisterter Potsdamer und kann inzwischen die Schönheiten der Stadt richtig schätzen und fühle mich inzwischen auch als Potsdamer. Die S-Bahn ist ja grundsätzlich und fast immer pünktlich, das wissen Sie alle, deswegen fahren ja wirklich täglich 1,4 Millionen Fahrgäste nicht in rot-gelben Zügen. Und dass wir richtig pünktlich sein können und wollen, das werden wir heute Morgen beweisen. Ich habe immer so die Bahnhofsuhr so ein bisschen im Blick und sehe, in 55 Sekunden ist es dann soweit, dass wir mit der offiziellen Veranstaltung der Zugtaufe hier in Potsdam beginnen können. Potsdam bekommt seine eigene S-Bahn, die wird künftig als Botschafter über die Gleise der Berliner S-Bahn unterwegs sein, auf der S7 beispielsweise, also quer durch die City.
da wo dann auch die ganzen Touristen unterwegs sind, die sich das Brandenburger Tor in Berlin angucken wollen, den Fernsehturm angucken wollen. Was muss sich denn der Tourist, der aus der Welt kommt, aus Deutschland kommt, was muss der in Potsdam auf alle Fälle gesehen haben, wenn er hierher kommt? Sanssouci ist natürlich ein Muss, aber ich will an dieser Stelle nochmal betonen, damit es ist ja nicht getan. Wir haben 14 weitere Schlösser. Also jeder, der Potsdam richtig erkunden will, muss mehrere Male die S-Bahn nehmen. Und wenn wir die S-Bahn nutzen, um auf die Vielfältigkeit der Kultur der Landeshauptstadt Potsdam hinzuweisen, dann ist das schon klasse, finde ich. Und ich finde es sehr gut, dass man das zugleich auch als Werbemittel nutzen kann. Immerhin, rund 18 Millionen Tagesbesucher haben wir in Potsdam. Die kommen in der Regel mit der S-Bahn. Von mir aus können es auch 20 Millionen sein. Ja, das ist doch mal eine klare Ansage, oder? Entschuldige Gäste, 10 Uhr ist es, der Zug auf Gleis 6 setzt sich jedenfalls pünktlich in Bewegung und wir fangen jetzt mit unserem offiziellen Festakt an und darum gebe ich das Mikrofon jetzt an Peter Buchner, den Chef der Berliner S-Bahn, mit seinen Worten zu diesem ganz besonderen Ereignis am heutigen Tag. Ja, vielen Dank Ingo, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Potsdamerinnen und Potsdamer und Fans der Berliner S-Bahn. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Zug auf den Namen Potsdam kaufen. Immerhin ist die Verbindung zwischen Berlin und Potsdam die wichtigste S-Bahn-Verbindung zwischen Berlin und dem Umland. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir schon seit über 20 Jahren jetzt wieder von Berlin hier direkt nach Potsdam rausfahren und werden in den nächsten Jahren versuchen, alles dafür zu tun, die 20 Millionen Touristen hier in Berlin auch voll zu bekommen, denn ich glaube, die S-Bahn ist die unkomplizierteste Verbindung aus Berlin hier raus ins schöne Potsdam und ich möchte mich heute auch kurz fassen, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, uns Ihre Eindrücke von der Berliner S-Bahn, was wir als Partner Potsdam sind, uns zu erzählen. Ich freue mich auf die Taufe mit Ihnen zusammen. Und werde mich jedes Mal freuen, wenn ich auf meinem Weg ins Büro nach Berlin reinlande mit einem Zug auf den Namen Potsdam fahren. Vielen Dank, Herr Buchner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich heiße Sie nochmal offiziell ganz herzlich willkommen. Eigentlich müssen wir sagen, hatten wir das ja schon im letzten Jahr vor, also zum 90-jährigen Geburtstag der S-Bahn. Das haben wir leider nicht geschafft. Umso schöner ist es, dass wir den heutigen Tag finden, meine Damen und Herren. Das ist der Tag der Mobilität, nicht nur in Potsdam, sondern gewissermaßen europaweit. Und das ist auch ein schöner Termin, finde ich, um dann diese S-Bahn-Taufe vorzunehmen. Denn wir haben immer davon gesprochen, dass es eine wichtige Verbindung zwischen der Metropole Berlin und der Landeshauptstadt Brandenburgs ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch sehr wohl, dass der Bahnhof hier in Potsdam, der Hauptbahnhof in Potsdam, ein ganz wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist und dazu gehört natürlich, dass man entsprechend umsteigen kann auf andere Nahverkehrssysteme hier in der Landeshauptstadt Potsdam und insoweit fügt sich das ganz gut und gehen wir es mal zu, hier in Potsdam mit dem Auto unterwegs zu sein, das ist schon zuweilen eine Herausforderung, das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind, den Verkehr hier zu organisieren, sondern das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Stadt eben allzu viel Autoverkehr nicht verträgt. Das beißt sich mit dem Status, den wir haben, mit dem Weltkulturerbestatus. Und von daher muss auch sehr behutsam ein Ausbau des Verkehrs erfolgen. Und da hat eindeutig hier bei uns in Potsdam der öffentliche Personennahverkehr und natürlich auch der Radverkehr Vorrang. Und insoweit bettet sich das hier sehr gut in unser System ein, meine Damen und Herren. Und ich habe eben davon gesprochen, dass wir auch, was die innerstädtischen Verbindungen angeht, auf den öffentlichen Personennahverkehr setzen und dazu zählt auch die S-Bahn. Herr Buchner zum Beispiel wohnt in Griebnitzsee, ist in Griebnitzsee eingestiegen und die beiden Stationen hierher gefahren. Und so kann man eben auch die S-Bahn für den innerstädtischen Verkehr nutzen, meine Damen und Herren. Potsdam wächst, wir haben im Augenblick 164.582 Einwohner, das werden Montag wieder mehr sein. Mit zunehmender Tendenz, man sagt voraus, dass wir im Jahre 2020 ungefähr 180.000 Einwohner haben werden. Und das heißt, auch der Verkehr wird zunehmen. Und es ist weiß Gott nicht so, dass alle, die in die S-Bahn einsteigen, nun nach Berlin fahren, um dort zu arbeiten, sondern auch umgekehrt ist es so, dass nämlich viele Einpendler aus Berlin mittlerweile nach Potsdam kommen.
Und da ist die S-Bahn in der Tat das ideale Verkehrsmittel. Das, was wir uns wünschen, ist, dass die Taktdichte beibehalten wird, mindestens, dass die Bahnhöfe ausgebaut werden. Das ist ja nun nicht direkt an Sie adressiert, Herr Buchner, sondern eher an diejenigen, die es am Ende finanzieren müssen. Und wenn diese Entwicklung, so wie ich sie eben prognostiziert habe, zutrifft, und vieles spricht dafür, dass das womöglich sogar noch übertroffen wird, dann sind wir auf ein sehr gut ausgebautes Verkehrssystem wie die S-Bahn unbedingt angewiesen, weil mit dem Auto wird man diese Verkehrsleistungen dann am Ende auch nicht mehr erbringen können. Wichtig ist, dass wir diese Verkehrssysteme miteinander verkoppeln und da sind wir auf einem guten Weg und da wollen wir auch heute am Tag der Mobilität darauf hinweisen, was unsere Pläne für die Zukunft sind. Ein letztes, meine Damen und Herren, als ich das letzte Mal am Potsdamer Hauptbahnhof eine Zugtaufe vorgenommen habe, das war ein Intercity, den habe ich auf den Namen Potsdam getauft, ab da ist der Zug nicht mehr durch Potsdam gefahren. Hier, meine Damen und Herren, wird das garantiert anders sein, dafür denke ich, ist der Tag zu wichtig, als dass man dann Züge hier einfach durchfahren lässt. Oder Herr Buchner? Ganz genau, aber dafür ist die Berliner S-Bahn ja da, um Sie schnell und bequem zum Berliner Hauptbahnhof zu bekommen, wo dann auch der ICE Potsdam steht. Okay, so ein kleiner Trost, aber trotzdem, die S-Bahn steht im Vordergrund, das ist der Hauptakteur heute, meine Damen und Herren, und jetzt schreiten wir, glaube ich, zur Taufe, oder? Sie haben fast recht, aber ich muss vorher natürlich noch eine Frage stellen, weil wir taufen ja heute hier nicht mit Champagner, ist wahrscheinlich auch ein bisschen overdressed. Wir taufen aber auch nicht mit Sekt, haben uns nicht auf Wasser eingelassen und auch nicht auf Rübchenschnaps, soll es ja auch Gegenden geben, wo man so tauft. Sondern wir taufen heute mit der Potsdamer Stange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wirklich leidenschaftlicher Biertrinker. Ich kann Ihnen sagen, was Störtebeker Brauerei in Stralsund alles hat. Ich kann Ihnen sagen, was in Bayern für Bier gibt. Aber Potsdamer Stange kannte ich noch nicht. Können Sie uns Unwissenden bitte sagen, was das für ein besonderes Bier ist? Es ist ein obergäriges Bier, was hier in Potsdam gebraut wird. So ein bisschen vergleichbar mit einem guten Weizenbier, aber natürlich wesentlich besser. Schmeckt super und man kann es in diesem kleinen Fläschchen kaufen. Das gibt immer nur in 3 Liter gebunden dann, ja? Ja, das muss natürlich ex getrunken werden. Okay, mal. Die Bildungslücke von dir habe ich noch gar nicht gekannt, Ingo. Da haben wir schon das erste Ziel für nächsten Sommer, mal nach der Arbeit hier ins Forsthaus zum Kiel rauszukommen. Das gibt Schöneres, als vom Chef eingeladen zu werden, oder? Vielen Dank, Peter. Ich komme dann auch zurück. Wunderbar, ich habe mich darauf berufen. So, dann würde ich sagen, Herr Jacobs, dann sollten wir es jetzt tatsächlich tun, zur Tat schreiten. Der Name Potsdam steht tatsächlich hinter, ich habe mal hintergeguckt, ist alles korrekt. Und dazu gibt es Gläser. Und jetzt schauen wir mal, wie explosiv das Gemisch ist. So, das ist der spannende Moment. Also alles funktioniert, nicht was Sie dachten. Nee, nee, nee. So, jetzt wird erstmal abgefüllt in die Gläser. So, die Herren sind bereit, dann müssen Sie mal zusehen, dass Sie hier an die Strippen gehen. Dass wir das noch runterziehen können. Dann geht's zur feierlichen Zugtaufe. Ein bisschen Stimmung ist mir erwünscht. Ne? Meine Herren, Sie sind gefragt. Ach, der Taufsprung. Oh, der ganz gut, der Taufsprung. Allzeit gute Fahrt in Rot-Gelb an 750 Volt. So, wunderbar, meine Herren. Ich glaube, das ist gelungen. Damit kann dieser Zug, da gibt es jetzt, glaube ich, noch ein Stückchen drauf. Ne? Anstoßen müssten Sie beide noch. Wirft ihr auf? Auf den Zug Potsdam! So, jetzt schaue ich mich mal um, denn wir haben diesen Zug ja auch noch mal im Kleinen.
und mal schauen, wo die... Der Kollege ist, jetzt kommt nämlich der Kollege Triebfahrzeugführer ins Spiel von diesem Zug. Da ist er. Herr Kollege, treten Sie mal näher. So, nicht davor stellen. Potsdamer Lokomotivführer überreicht den Potsdamer Oberbürgermeister im Beisein eines Potsdamer Bürgers. Und der Jakob, wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, dass selbst dieser Zug das Potsdam-Logo hat. Also es ist absolut authentisch und genau diesen Zug nachempfunden. Und wir hoffen, dass Sie in Ihrem Amtszimmer so viel Platz haben, dass dieser Zug dort mit unterkommen darf, wenn Sie erst mal dann mit bei. Auf alle Fälle wird der einen sehr präsenten Platz in meinem Zimmer finden. Da freuen wir uns drüber. Also an der Potsdamer. Und während die Haselschnipper jetzt erstmal für ein bisschen gute Stimmung und gute Musik sorgen, wird der Jakob sich jetzt noch auf unserer großen Tafel eintragen, dort wo nämlich alle Taufenamt unterschrieben haben. Und das Modell nimmt ihn dann nochmal her.